einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 218. Ungefähr 8 Kilometer entfernt oder 4? Was? 5,5. Ach so, naja, das ist so dazwischen. 5,5 Kilometer entfernt vom Mont Saint-Michel. Jo, ganz da hinten. Wir haben euch ja in der letzten Folge damit verabschiedet, dass wir uns auf den Weg hierher machen werden. Und wir sind auch direkt durchgerauscht. Also irgendwie wollten wir zwischendurch dann doch nicht mehr anhalten. Und jetzt sind wir schon hier. Und hier ist ein ganz fantastischer Stellplatz. Also wir sind gerade eben angekommen, aber auf den ersten Blick ist es alles wunderbar. La Bidonnière heißt er, am Ortsrand von Ardevon. Und kostet 13 Euro Abbis mit Kurtaxe für zwei Personen. 14,22 Euro, glaube ich, haben wir bezahlt. Wir sind hier kurz nach 18 Uhr angekommen. Inklusive Strom, inklusive Versorgung, Entsorgung. Und es waren noch ausreichend Plätze verfügbar. Ja. Jetzt haben wir natürlich den 3. Oktober heute und es ist Nachsaison, Nebensaison. In der Hauptsaison ist es wahrscheinlich hier deutlich, deutlich voller, ja, weil der Mont Saint-Michel ja wirklich ein Touristenmagnet ist. Aber jetzt in der Nebensaison ist es ganz hervorragend. Der Stellplatz auf den ersten Blick wirklich formidable, mit perfekter Fähr- und Entsorgung. Das mussten wir nämlich als allererstes machen, nachdem wir da von Cap de la Arc gekommen sind. Und das mussten wir als allererstes machen, dann konnten wir gleich checken. Also so eine saubere Entsorgung habe ich, glaube ich, noch nie gesehen oder nur sehr selten. Die ist wirklich sehr schön. Wirklich. Sehr schön gemacht. Wirklich. Ja. So, und jetzt sind wir also hier. Wir haben schon ganz viele liebe Zuschauer getroffen und die ersten Schwätzchen gehalten. Das war total großartig, euch zu treffen. Die ersten sind jetzt schon wieder auf dem Nachhauseweg, wenn ihr das seht zumindest. Wir hoffen, ihr seid gut zu Hause angekommen. Und wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren. Clara musste unbedingt erstmal hier die Umgebung sich angucken. Und dann melden wir uns spätestens morgen wieder, wenn wir auf dem Weg zum Mont sind, um euch zu berichten, wie wir das denn nun machen. Ja, weil wir wissen es immer noch nicht ganz genau. Aber die ersten Tipps haben wir schon bekommen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben eine wunderbar ruhige Nacht auf diesem schönen Stellplatz verbracht. Der wirklich schön ist. Und haben all eure Kommentare und Nachrichten gelesen, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank dafür, da waren viele Tipps dabei. Also, es gibt offensichtlich einen großen Parkplatz P8, der, auf den wir fahren könnten. Mit Greta, das kostet 18,50 Euro und man könnte da auch übernachten. Und ich habe aber gestern gehört, dass sie sehr gruselig sein soll und es überall nach Pipi riecht. Mhm. Und da haben wir gedacht, oh, das ist jetzt nicht so unsers. Und 18,50 Euro nur um da zu parken, sind wir wieder zu geizig für. Und dann hat man die Möglichkeit mit Shuttlebus zum Mont Saint-Michel zu fahren. In den Shuttlebus dürfen aber keine Hunde rein. Und wir möchten aber Clara gerne mitnehmen und nicht die ganze Zeit im Wohnmobil lassen. So, muss ein bisschen Luft holen zwischendurch. Ja, und da haben wir uns gedacht, das Wetter ist perfekt zum Laufen. Lassen wir das Auto da stehen, verlängern den Stellplatz schon mal um eine Nacht. Das war im Automaten kein Problem. Und pilgern jetzt zum Mont Saint-Michel. Genau. Mein Gott, 5 Kilometer hin und wieder zurück und ein bisschen da auf dem Berg rum. Geht ja immer nur geradeaus. Und wie gesagt, die Sonne brezelt nicht. Der Wind hält sich absolut in Grenzen, ist fast windstill. Und ja, die Temperaturen sind super zum Laufen. Also haben wir gedacht, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Regenjacken haben wir wohlweislich eingepackt. Obwohl die Wetter-App sagt, es ist nicht so wirklich mit Regen zu rechnen. Macht aber nix, das haben wir ja gelernt. Genau. Wir haben sie dabei, was zu trinken, ein paar Kekse. Und jetzt gehen wir mal. Voll ausgerüstet, wie wir sind. Wir pilgern also jetzt. Liebe Freunde, auf geht's. Macht euch gemütlich auf der Couch, Füße hoch und guckt uns zu, wie wir irgendwann ankommen und hoffentlich dann auch wieder zurück. Hier fangen diese großen Parkplätze an, wo auch die Wohnmobile reingelotst werden von Eingang vorne. Das heißt, wir sind jetzt knapp 2,5 Kilometer gelaufen bis zum Parkplatz. Der Weg geht einfach ganz eben schön durchs Feld. Tatsächlich sind auf dem Weg Pfeile, in welche Richtung man laufen muss. Das ist ganz liebevoll gemacht. Ihr könnt diesen Weg auch mit dem Fahrrad fahren, das ist auch kein Problem. Es geht wirklich einfach nur ganz geradeaus durchs Feld. Asphaltiert, ja. Also super. Ja, und dann kommt ihr hier raus. Also es ist kein Problem. Und jetzt gucken wir mal weiter. Jo. Hier in der Einfahrt steht allerdings gleich Wohnmobile nur bis 8 Meter und 3,5 Tonnen, auch, also über 3,5 Tonnen ist verboten. Ja, ist ja Quatsch.
finde ich jetzt. Wir werden jetzt trotzdem reingefahren, aber ja, trotzdem nur über 8 Meter, bis 8 Meter. Ja. Ja, so. Also, das ist so der erste Stand. Die Sonne kam inzwischen raus. Wir haben uns schon etwas gelüftet hier. Ja, ist so. Es ist eine reine Freude zu pilgern. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier von dem Kreisel hier reingekommen. Und hier hieß es dann Wohnmobile in diese Richtung. Klar, weil die müssen da oben auf P8. Da oben hin. Und von da aus dann Richtung Berg. Wo wir gerade hier die ganzen Shuttlebusse sehen, hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt, dass Hunde nicht mit in die Shuttlebusse dürfen. Und die dürfen auch nicht mit in die Abtei. Wohl auf dem Berg als solches. Aber für die Abtei muss man dann Eintritt bezahlen und die Hunde dürfen dort nicht mit rein. Was auch verständlich ist. Und dann hat man aber die Möglichkeit, die Hunde hier unterzubringen, sozusagen einem Hundekindergarten. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet. Ich habe es auf einem Blog gelesen über Frankreich, Urlaub mit Hund. Und da stand es geschrieben, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wie man auf den ersten Eindruck so denken mag. Wäre jetzt für uns keine Möglichkeit, um Clara da irgendwie unterzubringen, aber vielleicht ist es was für euch. Ich wollte nur sagen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, gibt ja Hunde, die machen das problemlos mit. Clara würden wir das jetzt nicht antun. Ja, aber man sollte wohl so was Persönliches von dem Hund dabei haben. Also irgendwie eine Decke oder ein Körbchen oder irgendwas, wo der Hund sich drauflegen kann, weil die dann eben doch in Zwingern sind. Ah ja, na klar. Und das ist alles, also Tierheim. Da gibt es halt nichts Persönliches. Ja, ja, genau. Also wir sind hier an dem Deich angekommen, wo man jetzt rüberläuft zu dem Mont Saint-Michel. Was wir euch aber noch schuldig sind, ist die Grenze von der Normandie zur Bretagne. So, die Grenze bildet dieses, so haben wir es jetzt, oder Leni hat es nachgelesen, dieses kleine Flüsschen hier mündet hier in den Atlantik. So, und dieses Flüsschen ist die Grenze zwischen Normandie. Wir stehen also noch in der Normandie. Würden wir über die Brücke laufen, wären wir in der Bretagne. Und jetzt streiten sich die Mont Saint-Micheler. Nein, aber es ist aber einfach so, dass die Bretonen sagen, es ist nur ein Zufall, dass der Mont Saint-Michel gerade noch so in der Normandie ist. Ja. Eigentlich gehört er zur Bretagne. Das sagen die Bretonen halt. Ja. Und die müssen das wissen. Ja, okay. So rum war das. Ja. So, also haben wir das auch geklärt? Können wir endlich dahinter gehen, oder? Also, naja, eigentlich ist es der Anfang der Bretagne, wenngleich es offiziell noch auf dem Land der Normandie ist. Wir stehen immer noch hier und bestaunen die Menschenmassen, die jetzt heute Anfang Oktober hier unterwegs sind, um auf den Mont Saint-Michel zu gehen. Und wir wollten nur sagen, dass es für uns überhaupt gar keine Frage ist, im Sommer dort nicht hinzugehen. Also es wird tatsächlich überall darauf hingewiesen, dass man das wissen muss, dass dort Menschenmassen sind, bis zu 25.000 Menschen am Tag in der Hochsaison, die dort auf den Berg wollen. Und wenn wir uns angucken, was jetzt hier schon los ist, am 4. Oktober, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viel 25.000 Menschen sind, die sich dahin bewegen und wieder zurück und über diese kleine Insel drüber. Man sagt, oder ich habe jetzt ganz häufig eben gelesen, dass wenn man auf die Ferienzeiten angewiesen ist und dann dorthin möchte, dann soll man das ganz, ganz, ganz früh morgens machen, bevor der große Ansturm kommt. Das nur nochmal. Aber wir würden es, glaube ich, auch keinem empfehlen. Für uns wäre das überhaupt nichts, mit so vielen Menschen dort lang zu gehen. Man kann aber wohl auch schön außenrum spazieren bei Ebbe und wem das reicht, der kann dann auch im Hochsommer hierher kommen. Das scheint auch sehr, sehr schön zu sein. Aber das wissen wir noch nicht, sondern erst gleich. Ja, aber schau mal, es gibt doch auch so Kuschelcamper. Vielleicht gibt es auch so Kuschelwanderer. Ja, kann sein. Saison. Hm. Zur Hauptsaison möchte ich hier nicht sein. Hm.
Das ist der Beweis. Also doch noch Normandie. Ja, weil da ist ja der Fluss. Genau. Schätze, es ist schon ganz schön voll und es ist ganz schön anstrengend. Ja, aber die Gässchen muss man halt alle mal ablaufen und Treppen und Gässchen und Gässchen und Treppen und Treppen und Gässchen und noch eine Treppe und ja. Genau so in dieser Reihenfolge. Ich glaube, wir haben uns schon verlaufen und es gibt immer noch, wir sind schon dreimal im Kreis gelaufen gefühlt und es gibt immer noch Gässchen und Treppen, die so ganz neu sind. Ja. Ja. Für die Abtei muss man Eintritt bezahlen ab 26 Jahren, 11 Euro für den Erwachsenen. Und Hunde dürfen da nicht rein, hatten wir glaube ich schon. Und wir glaube ich gehen auch nicht rein, weil es ist so schon viel zu sehen, aber genug zu sehen. Und wir müssen dann einfach nochmal herkommen, um dann in die Abtei zu kommen. Das kommt auf die Liste, wenn wir ohne Hund unterwegs sind. Also ihr lieben Schätze, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg und sind jetzt nochmal an P8 vorbeigegangen, der hier hinter uns liegt. Und jetzt sind wir hier am Ticketautomaten sozusagen und müssen das von vorhin korrigieren. Die 18,70 Euro für 24 Stunden sind in der Hauptsaison. Jetzt heute hätte es 12,90 Euro gekostet, nämlich seit 1. Oktober. Also von 1. Oktober bis 31. März 12,90 Euro für 24 Stunden. Und dann in der Hauptsaison dazwischen 18,70 Euro. So, haben wir das auch mal geklärt. Ja. Ja, ist halt ein Parkplatz, also hey. Ja. Geht schon. Hier ist Entsorgung. Aber Versorgung sehe ich hier keine. Kannst du nur ablassen, wie man das da auch so sieht. Trotzdem, man hat die Möglichkeit, hier stehen zu bleiben. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Aber unser Stellplatz ist schöner. Auf jeden Fall, da laufen wir jetzt noch wieder hin. Aber 12,90 Euro ist jetzt nicht teuer. Nein. Für die Nebensaison, für 24 Stunden. Da kannst also du überhaupt nicht meckern. An dem Hotspot für 18,70 Euro 24 ist Stunden ist auch nicht zu teuer. Nee, finde ich auch nicht. Insgesamt finden wir, ist es überhaupt sehr günstig, hier hinzukommen. Also es kostet ja unten, das haben wir jetzt verstanden. Ich hatte das vorher nicht ganz verstanden, wie sich das verhält. Also man geht unten rein, einfach wie man in eine Altstadt reingeht, fertig. Und dann kann man da unten bummeln gehen, einkaufen, essen, gucken, was man möchte. Das kostet keinen Eintritt. Es kostet Eintritt 9 Euro in das Historische Museum und 11 Euro, um in die Abtei zu kommen. Was wir nicht gemacht haben, das haben wir ja schon gesagt, was aber sicher ein Besuch wert ist und das Ganze irgendwie beeindruckender werden lässt. So, finde ich, sind wir durch eine Altstadt gebummelt mit fantastischem Ausblick aufs Watt. Aber es war nicht so beeindruckend. Es ist beeindruckender, wenn man den ganzen Berg von Weitem sieht, das von stimmt. der Ferne. Dann ist es beeindruckender, weil so läufst du durch die Altstadt. Ja. Kannst auch durch Rottenburg auf der Tauber gehen. Warum damit? Aber ich habe Bilder gesehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir festgestellt, es ist jetzt auch nicht zu überteuert. Ja? Wir haben so ein Souvenirmagnet gekauft für 4 Euro. Das Crepe mit Nutella hat 3,50 Euro gekostet. Ja. Also das war jetzt alles nett, dass man sagt, was ein Nepp, was ein Abzocker. Gar nicht, ja. Überhaupt nicht. Also, wenn ihr hier vorbeifahrt, solltet ihr das doch mit auf die Liste nehmen und einen Stopp hier einlegen. Außer in der Hauptsaison mitten am Tag, dann solltet ihr drüber nachdenken. Aber dann ist es auch mal wert, einfach hier außen rum zu bummeln und zu gucken und es aus der Ferne mal näher zu betrachten. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja. Finde ich gut. Ist übrigens UNESCO-Welterbe. Und jetzt gehen wir retour zum
zu unserem Stellplatz über diesen Stellplatz. Genau. Schön. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind wieder fit, die Füße qualmen nicht mehr und es kann weitergehen. Also es zwickt schon hier und da ein bisschen. Man merkt, dass wir also diese 15 Kilometer gelaufen sind. Ich hatte 23.000 Schritte. Ich weiß gar nicht, ob wir das gestern alles noch erzählt haben. Wir können uns beide nicht dran erinnern, weil wir echt fertig waren irgendwie dann doch. 23.000 Schritte auf dem Handy, so viel hatte ich noch nie. Ja. Und wir haben 15,5 Kilometer, ich habe das mit Komoot aufgezeichnet, unsere Tour. Und das war die längste Tour, die wir bis jetzt aufgezeichnet haben. Also ja, war schon, aber es war jetzt nicht so dramatisch, weil es immer schön flach ist. Ja. Und das Wetter hat mitgespielt, also wir jammern nicht, sondern wir wollten es nur mal kundtun. Nee, wir sind auch ein bisschen stolz auf uns. Ja, ja, das auch. Das kann man auch mal sein. Das auch, ja. Ja, das längste Stück, was sich am meisten zieht, ist tatsächlich der Weg dann da, wo die Shuttlebusse eigentlich fahren. Das ist so, ja, so ein sehr langes Stück geradeaus auf den Mont Saint-Michel zu mit allen anderen. Das zieht sich einfach ein bisschen. Ich glaube, es ist noch viel spektakulärer, wenn da unten unter der Brücke Wasser ist. Ja. Bei uns war ja Ebbe und ich glaube, wenn da Wasser ist, ist es viel spektakulärer noch. Das kann sein. Also wir werden auf jeden Fall nochmal hierher fahren, weil erstens müssen wir noch in die Abtei und wir müssen, also nicht jetzt, keine Sorge, nicht jetzt, diese Tour. Wir müssen auf jeden Fall noch in die Abtei und ich möchte das gerne noch mit Wasser sehen. Aha. Ja, gut. Ja. Alles klar. So. Wir haben aber das, glaube ich, gestern schon gesagt, es ist doch viel beeindruckender, wenn man wenn man das von Weitem sieht, als wenn man da durchläuft. Dann ist es nicht so, doch, ich hatte das gesagt, wegen Rothenburg, ob der Tauber, da waren wir schon. Gut, wir haben Großes vor heute, wir fahren jetzt weiter, wir werden heute die Normandie verlassen und in die Bretagne fahren. So. Die ja nur ein Katzensprung entfernt ist und wir müssen heute Wäsche waschen. Ja, schauen wir mal, ob wir was finden. Finden wir. Gibt's nämlich an den großen Supermarktketten gibt es Häuschen mit Waschmaschinen, also ein Waschsalon sozusagen. Und dann kann man da immer Wäsche waschen, wenn man das möchte. So einen werden wir uns heute suchen. Mhm. Mal gucken, ob wir einen finden. Und dann wird Wäsche gewaschen heute. Wir wollten euch das eben zeigen, wie das aussieht in so einem französischen Waschsalon direkt am Supermarkt und können schon direkt sagen, es hat alles super geklappt. Ja, also ihr sucht euch eine Waschmaschine aus mit der entsprechenden Kilozahl. Also hier geht es von 10 Kilo, 7 Kilo, 7 Kilo, 17 Kilo. Hier ist sogar eine mit noch mehr, 27 Kilo. Und die kosten dann entsprechend, also von 4,50 Euro bis 11 Euro, je nach Gewicht. Und dann wählt ihr eure Maschine aus, füllt die und dann kann man hier mit der Visa-Karte kann man bezahlen, wählt die Maschine aus und drückt dann da nur noch auf Start. Buff, fertig. Ja. Sogar Waschmittel gibt's. Waschmittel gibt es, das ist auch alles auf Deutsch kostet geschrieben. Kostet 80 Cent. Ist auch alles auf Deutsch beschrieben. Und auf Englisch und eigentlich auch selbsterklärend. Also es war wirklich, und es ist auch alles sauber. Die Trockner sind sauber, die Waschmaschinen sind sauber. Und es ist wirklich in der Regel auf so einem Supermarktparkplatz. Also wir waren jetzt hier schön einkaufen in der Zwischenzeit. Die Waschmaschine hat 45 Minuten gebraucht. Es steht auch alles angeschrieben, wie lange was braucht. Je nach Programm. Dann waren wir einkaufen, kamen wieder, haben den Trockner befüllt, dreimal laufen lassen, 1,10 Euro. Ja. Haben wir dreimal laufen lassen. Man konnte noch die Temperatur einstellen, fertig, aus. Und jetzt können wir weiterfahren. Ja. Finde ich super. Es ist ja meistens so, dass man dann auf Campingplätze fährt, um zu waschen. Ich glaube, wir haben es auch noch nie erlebt, dass man einfach irgendwo so an den Supermärkten immer einen Waschsalon hat, außer in Frankreich. Genau, wir haben es schon mal gesehen letztes Jahr. Und dass es sowas gibt und dann haben wir es aber nicht gebraucht. Hier in Frankreich. Hier in Frankreich, genau. Und eigentlich fast an jedem, also an vielen größeren Supermärkten ist so eine Waschstation. Ja. Ja, da gibt es auch dann meistens für die Autos auch noch eine Waschstation und die Tankstelle ist dabei. Hier gibt es auch sogar eine Fähr- und Entsorgung. Genau. Und Gas kann man kaufen. Also die französischen großen Supermärkte sind bombig ausgestattet für Wohnmobilfahrer. So sieht's aus. Und ich glaube, viele nutzen die auch zum Übernachten, diese Parkplätze. Das ist uns jetzt hier zum zweiten Mal aufgefallen. Da gibt es gesonderte Parkplätze für Wohnmobile. Und es sieht nicht so aus, als würden die wegfahren. Ja? Also mit Satellitenschüssel draußen und auf Keile gefahren, sieht nicht so nach nur einem Einkauf aus. Und es ist auch nirgendwo eine Schranke, wie bei uns an den Supermärkten. Ja. Es steht auch nicht Parken oder Übernachten verboten. Ich denke, viele nutzen das. Ja. Das müsst ihr dann wissen. Auf jeden Fall wollten wir nur sagen, waschen in Frankreich kein Problem. Genau. Jetzt geht's weiter. Ja. Herzlich willkommen, liebe Freunde, im wunderschönen Saint-Malo. Wir sind in der Bretagne gelandet.
Ja, hier ist Jubeltrubel, Heiterkeit, ja, weil es wirklich ein ganz, 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 ganz zauberhaftes Städtchen ist und es natürlich auch Touristenmagnet ist, ganz klar. Deswegen müssen wir ein bisschen lauter sprechen. Hier ist es so wunderschön und das Wetter ist so toll heute. Die Bretagne empfängt uns hervorragend. Wenn ihr hier unterwegs seid, müsst ihr auf jeden Fall hier Halt machen. Ja. Es ist eine alte Freibeuterstadt und das sieht man einfach noch überall. Die Stadtmauer ringsrum ist komplett erhalten und ihr könnt obendrauf einmal komplett um die Altstadt rumlaufen. Das ist wirklich die Sensation. Ihr habt fantastischen Ausblick von überall. Und die alten Gebäude, die ursprünglich in der Stadt gewesen sind, also es war noch Freibeuterstadt bis zu Napoleons Zeiten, da sind hier noch Freibeuter losgefahren und haben Schätze eingeholt. Und die, als Krieg war, haben sich dummerweise dann die Deutschen hier drin verschanzt und die ganze Altstadt ist zerbombt worden, aber wurde komplett wieder neu aufgebaut und genauso wie sie vorher war. Und man hat also wirklich das Gefühl, sobald man hier ist, dass man bei den Piraten angekommen ist. Es fühlt sich wirklich so an. Zumal hier demnächst irgendeine Regatta stattzufinden scheint, von hier bis nach Pointe de Loup mit alten Segelschiffen. Und die sind alle hier im Hafen. Also wir sind vom Stellplatz aus hierher gelaufen und das Erste, was wir sahen, war sowas wie die Black Pearl. Ja. Tatsächlich. Und wir haben gedacht, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Und dann diese alte Stadtmauer drumherum, außen fantastischer Strand. Es ist so schön hier. Und in der Altstadt könnt ihr mal wieder schlemmen gehen an jeder Ecke und ihr könnt original bretonische, regionale Sachen kaufen. Ihr müsst euch wirklich einen schönen Tag Zeit nehmen, um hier in Ruhe durchzuschlendern und alles anzugucken. Ihr verpasst was, wenn ihr nicht hierher fahrt. Das ist richtig. Also das auf jeden Fall. Stehen könnt ihr auf dem Stellplatz, der kostet 7,50 Euro. Wie weit waren das jetzt? 2 Kilometer, glaube ich. Ne? Ja, ungefähr 2 Kilometer, knappe halbe Stunde zu laufen bis hierher. Also wirklich kein Problem. Es fahren auch kostenlose Shuttlebusse. Natürlich wieder ohne Hund, aber oder mit dem Fahrrad geht natürlich auch, ganz klar. Kostenlose Shuttlebusse nicht richtig, das ist der normale Linienbus und ihr könnt mit dem Ticket eurem Parkticket, das könnt ihr dem Busfahrer zeigen und dann nehmt ihr euch mit kostenlos. So, also die Busgebühr ist schon in den 7,50 Euro enthalten. Das ist aber kein besonders schöner Platz, das ist tatsächlich einfach nur ein Parkplatz, wo man übernachten darf, fertig. Ja. Wenn ihr schöner stehen möchtet, dann könnt ihr euch nach Roteneuf stellen, da ist auch ein Stellplatz. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was der kostet, aber ich habe jetzt oft gehört, dass der sehr schön sein soll, habe auch Bilder davon gesehen. Und von dort aus fährt auch, ich glaube, die Linie 2, auf jeden Fall ein Linienbus, genau bis hierhin vor das sensationell tolle Stadttor. Und dann könnt ihr hier wunderbar laufen und Roteneuf ist schön mit parzelliert und Hecken und so. Je nachdem, was man möchte. Oder halt wieder mit dem Fahrrad. Ne? Das geht auch. Ja. So. Ja, wir machen uns jetzt mal da rein. Wir waren ja gestern Abend schon angekommen und sind schon mal durchgelaufen, aber da war das Wetter miserabel, nicht miserabel, aber es war kein schöner Himmel. Es hat ein bisschen genieselt, es war windig. Heute ist es schön und heute gehen wir da rein und heute machen wir die Bilder für euch. Also, vite, vite, mes amis.
Freunde, ereignisreiche Tage liegen hinter uns und weil es draußen schon wieder so windig ist, weil wir hier an einem ganz besonderen Ort in Frankreich übernachten, stehen wir wieder hier drin und zeigen euch mal an der Karte, damit ihr wisst, wo wir lang gefahren sind und was sich alles ereignet hat in den letzten Tagen, zeigen wir euch an der Karte und stehen hier drin, weil es draußen windig ist und dieses ganze Durcheinander, ihr habt es schon verstanden. Genau. Bevor es aber losgeht, wollten wir noch mal zu Saint-Malo was sagen. Die Tour de Rome ist jetzt nicht mit historischen Schiffen. Nein, waren nicht die, waren also nicht die das, Schiffe. Das waren nur so Museumsschiffe, die wir da gesehen haben. So nehmen wir jetzt an. Vielleicht sind sie auch damit eingelaufen, weil es ist doch ein ganz großes Event ist, diese Regatta. Und da trifft sich wirklich die Crème de la Crème der Einhandsegler. Das heißt, die segeln in Segelbooten alleine von Saint-Malo nach Guadeloupe. Wahnsinn. Ja. Und das vor allem auf diesem ja, wilden Meer. Ja, genau. Wir stehen wirklich hier mit Blick auf das Meer und es ist so unfassbar, was hier für Wellen sind und was für eine Brandung. Das seht ihr gleich noch, weil Toni hat ganz tolle Aufnahmen davon gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie in einem Einhandsegler von hier bis nach Guadeloupe segeln, da wird es mir schon Angst und Bange allein bei dem Gedanken daran. Ja, wird alle 4 Jahre ausgetragen. Seit 1978 wird das gemacht. Und ich glaube, die brauchen zwischen 5 und 7 Tagen. Ja, so in der Art. Ja, wenn ihr jetzt, ich habe jetzt ganz vergessen nachzugucken, wann das ist. Das findet jetzt irgendwie jetzt in den nächsten Tagen statt. Ja. Ende Oktober bis und Anfang November sind sie dann in Guadeloupe angekommen. Also wenn ihr jetzt irgendwie hier seid und Saint-Malo besuchen möchtet, dann guckt vorher, wann das ist, weil das ist bestimmt großartig, dann zu diesem Zeitpunkt in der Stadt selber zu sein. Das, da ist mal von auszugehen. Da war jetzt schon ein Riesenauflauf. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die haben da eben Festzelte aufgebaut und Pavillons und alles war schon so schön geschmückt und ganz, ganz toll. Allein die Stimmung in dieser Stadt. Also nach Saint-Malo müsst ihr unbedingt fahren. Und nach Le Tréport, aber das hatten wir ja alles schon. Genau. Also, von Saint-Malo sind wir losgefahren. Also, wir sind hier, das letzte Mal haben wir uns gemeldet, doch hier oben, also wir haben aufgehört letzten Montag, da oben am Cap de la Arc. Dann waren wir jetzt schon hier am Mont Saint-Michel, das habt ihr gesehen. Jetzt waren wir in Saint-Malo. Und von da aus sind wir weitergefahren, gar nicht so weit, sondern zum Cap Fréhel. Ja. Wir haben es einfach mal gemacht, weil wir dachten, das Cap Fréhel, das liegt so an der Strecke, an der Küste entlang, gucken wir uns an. Kann man machen. Ja, unspektakulär, also war jetzt nicht so. Ja, also man könnte sagen, wir waren zu geizig für alles und hatten, glaube ich, auch keine Lust, da noch rumzulaufen, weil wir so viel gelaufen sind in Saint-Malo und am Mont Saint-Michel. Wir haben einen ganz tollen Stellplatz gefunden. Erstmal gab es einen von Parc Fournaille, der war aber, glaube ich, ein Stückchen weiter. Und dann haben wir noch so einen Gemeindestellplatz gefunden. Der hat nur 3,50 Euro gekostet. Wasser konnte man dort auch tanken und fern entsorgen. Wasser hätte nochmal 5 Euro zusätzlich gekostet, aber die reine Übernachtung 3,50 Euro. Und abends kam so ein ganz netter französischer Mann vorbei, der uns noch Nachtisch oder Sachen fürs Abendessen verkaufen wollte. Kam mit so einem Bauchladen. Wir waren gerade mit Essen fertig und er stand dann da mit seinem Bauchladen hier vor der Tür. Und also das war ein ganz, ganz, ganz goldiger Stellplatz. Und von dort aus kann man zum Cap Fréhel laufen. Und wenn ihr wandern möchtet, kann man dort so eine Rundwanderung machen. Cap Fréhel und das Fort La Motte. Ja, genau. Wir sind zu beide mit dem Auto hingefahren. Das Fort La Motte kostete aber Eintritt, um da überhaupt reinzukommen, waren wir zu geizig für. Und am Cap Fréhel musste man Parkgebühr 5 Euro zahlen, waren wir auch zu geizig für und haben uns einen Parkstreifen in der Mitte von beidem ausgesucht und konnten dann beides von Weite sehen und filmen. Jo, fertig. So. Das hat uns gereicht so an außergewöhnlichen Aktivitäten an diesem Tag. Und von dort aus, also das ist hier nach Saint-Malo, da ist das Cap Fréhel. Wir sind dann weitergefahren an der Küste entlang, haben zum einen einen wunderhübschen Stellplatz entdeckt und außerdem direkt im Anschluss an diesen schönen Stellplatz, 100 Meter vom Strand entfernt, wir haben die ganze Nacht das Meerrauschen hören. Sie
sind wir weitergefahren also an die Rosa Granitküste. Das ist auch sehr beeindruckend, weil da lauter riesen Felsbrocken rumliegen, richtige Hinkelsteine rund abgewaschen praktisch vom Meer und von der Brandung und dieser unglaublichen Flut, die hier herrscht. Also es ist so beeindruckend. Und da ist der kleine Ort Plumanach, wenn das so richtig ausgesprochen wird. Den hatte ich sowieso schon auf dem Schirm, eben weil da die rosa Granitküste ist, weil da riesengroße rosafarbene Steine liegen, braun-rosa, und im gleichen Farbton auch noch ein Leuchtturm gebaut ist. Das ist also so ein schönes Örtchen. Und dann haben wir am Abend vorher zufälligerweise, vielleicht kennt ihr die Krimi-Reihe um den Kommissar Dupin, die alle hier oben in der Bretagne spielen. Und am Abend vorher haben wir einen davon gestreamt, eine Folge. Und lustigerweise spielte die genau dort an diesem Leuchtturm und in dem Hotel. Und da mussten wir da halt machen. Hätten wir sowieso gemacht, aber jetzt war es nochmal ganz besonders. Natürlich war mal wieder kein Wasser im Meer, ja, zu diesem Zeitpunkt, aber trotzdem war es sehr, sehr beeindruckend. Ja, Wasser hatten wir dann auf dem nächsten Stellplatz aber wieder mehr, weil wir da abends dann angekommen sind und dann war gerade Flut. Und dieser Stellplatz ist wirklich einfach hinterm Deich, mitten in der Düne sozusagen. Und da könnt ihr einfach schwupp rüber und könnt am Wasser langlaufen oder eben auch lieber nicht, weil eben sehr viel Wasser dann da ist. Das war auch toll. Ja. Eigentlich auch noch länger geblieben, weil der Stellplatz wirklich toll war und weil es auch spektakulär einfach war, sich dort ans Meer zu stellen oder zu setzen und sich das anzugucken, diesen wahnsinnigen Tidenhub. Ja, ja, Ebbe und Flut, der nächste Vormittag, als dann wirklich dann Ebbe war, da lagen die Bootchens wieder einfach nur im Schlick. Ja, ist so. Da wären wir also eigentlich stehen geblieben, aber es war dort so unglaublich laut. Wir hatten die lautesten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Sowohl links als auch rechts und überall anders. Ja, und da ist natürlich der Vorteil des Wohnmobils, packst deine Sachen und fährst weiter. Haben wir gemacht und jetzt stehen wir hier. Und so sind wir gestern hier gelandet. Wir wollten unbedingt an den westlichsten Punkt von Frankreichs Festland fahren. Also auf die Inseln hier, wie gesagt, auf gar keinen Fall, viel zu viel Wellengang.
Das machen wir nicht. Aber wir wollten auf den westlichsten Punkt vom Festland fahren. Und da sind wir jetzt. Nachdem wir in Bredün schon am nördlichsten Punkt waren, sind wir jetzt am westlichsten angekommen. Stehen hier auf einem alten Campingplatz, der kein Campingplatz mehr ist, sondern als Stellplatz genutzt wird. Aber nur bis 30.09. zu bezahlen ist. Und jetzt kann man sich hier einfach so hinstellen. Man kann fern entsorgen und was man halt alles so macht. Aber man muss nichts mehr dafür bezahlen. Das ist ganz lustig. Cool. Ja, und wir haben direkten Blick aufs Wasser und in einem Kilometer, da sind wir vorhin hingelaufen, ist der westlichste Punkt. Jetzt. Ja, das ist nördlich von Brest und ja, da haben wir jetzt mal übernachtet. Ja, und weil es hier so spektakulär ist, sind wir heute noch geblieben, weil gestern war nicht so richtig gutes Wetter, da war es uselig. Und heute ist aber strahlender Sonnenschein. Außerdem soll die Amadea noch vorbeifahren, auf die warten wir noch, aber ich glaube, wir werden sie nicht sehen. Die werden wir nicht sehen, die werden ganz weit draußen vorbeifahren. Was ich euch aber unbedingt noch empfehlen möchte, wir werden es leider nicht machen können, aber in Brest gibt es das Ozeanopolis. Ein riesen super tolles Aquarium mit fantastischen Tieren. Wir würden da gerne hin können, aber nicht, weil Hunde nicht erlaubt sind dort drin. Deshalb ist das auch wieder auf der Liste von Dingen, wenn wir mal keinen Hund mehr haben. Eintritt habe ich gegoogelt, kostet 21 Euro. Es gibt Wohnmobilparkplätze. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal nach auf der Internetseite. Dann ist das absolut eine Empfehlung. Ja. Ja. Auf jeden Fall. So, und das waren unsere letzten ereignisreichen, sehr ereignisreichen Tage. Genau. Und weil die jetzt zu Ende gehen, diese letzten ereignisreichen Tage, machen wir hier an dieser Stelle mal wieder Schluss für diese Woche. Und sehen uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Und sind gespannt, wo es uns weiter hinführt. Ja, naja, natürlich. Natürlich hier irgendwie hier weiter. Aber wo wir am Ende wieder rauskommen, das weiß nur der Reifen. Irgendwo hier unten. Naja, da unten. Ich habe heute Bilder schon aus Bordeaux gesehen. Bordeaux ist ja auch so eine schöne Stadt offensichtlich. Naja. Wenn ihr Tipps habt für uns, was jetzt alles hier zu gucken wäre, also auf, ganz groß auf der Liste ist Concarneau, das ist ganz klar. Und alles, was hier noch so kommt. Hier Quiberon muss auch ganz toll sein. Die Halbinsel, das haben wir auch schon auf dem Schirm. Und Noirmoutier auch. Wobei ich da jetzt unsicher bin, ob das eine Halbinsel oder eine ganze Insel ist. Und wir müssten ein Boot fahren. Das sehen wir, wenn wir da sind. Wenn wir noch andere Tipps von euch bekommen, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind immer noch dringend auf der Suche für die Vermittlung einer Hexitz-Gruppe, einer Gebrauchten. Am liebsten ein Eura Activa One 650 HS. Leider hat sich letzte Woche noch niemand gemeldet. Tja. Ich kann es verstehen, ich würde es auch nicht verkaufen. Ja. Aber vielleicht ist jemand dabei. Weil, kurz noch zur Erklärung, wir haben ein Herzstück vermittelt, deren Besitzer, deren Ex-Besitzer, gerne dieses Auto haben möchten, also eine Hexitz-Gruppe. Und jetzt einen Gebrauchten suchen, was ziemlich schwierig ist im Moment. Deshalb die Bitte, wenn ihr eine Hexitz-Gruppe zu verkaufen habt, meldet euch gern bei uns per E-Mail an info@leniundtoni.de und dann geben wir eure Daten weiter an die Ex-Besitzer vom Fluchti und dann sind vielleicht alle glücklich. Ja. So. Gut, das war's an dieser Stelle. Wir machen mal Schluss. Vielen Dank, dass ihr wieder bei uns wart und uns begleitet. Vielen Dank für all eure Nachrichten, die wir so erhalten, ganz regelmäßig bei Instagram und in den Kommentaren. Wir freuen uns auf neue ereignisreiche Tage und nehmen euch mit. Und bis dahin. Naja, ärgert euch über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Bleibt gesund und fröhlich und bis bald. Tschüss. Tschüss.